Ja, den Auftakt zum Auftakt möchte ich jetzt nochmal die Frage stellen. Es ging ja schon darum, wie kann sozusagen sich so etwas durchsetzen? Was ist das transformative Potenzial? Und da jetzt insbesondere mal die Frage, welche Rolle können denn soziale Bewegungen spielen? Und insbesondere jetzt hier die Degrowth-Bewegung, wenn man von einer Degrowth-Bewegung sprechen möchte, oder auch die Bewegung fürs, die europäische Bewegung für das bedingungslose Grundeinkommen. Damit starten wir und dann, alle willkommen hier vorne mitzudiskutieren. Ich habe zwei Antworten. Die eine ist, dass klassisch natürlich die sozialen Bewegungen die Stärke ist, dass sie zuspitzen können, dass sie Neues bringen können, dass sie niedrigschwellig sind, also dass man eher mitmachen kann als in den organisierten kollektiven Akteuren, Gewerkschaften, Parteien, wie auch immer. Und dass sie damit sozusagen Alternativen, das war ja meine Schlussbemerkung vorhin, denkbarer machen über die Zuspitzung, über den Blick über den Tellerrand hinaus. Also soziale Bewegungen haben sozusagen eine Radikalität, das ist ihre Stärke und aber auch gleichzeitig ihre Schwäche, weil sie oft deshalb nicht so viel Handlungsspielraum haben, weil andere Akteure, eben mächtige institutionelle Akteure, da wichtiger sind. Erster Teil meiner Antwort, sehr kurz und ich kann das nachher noch ausführen. Der zweite Teil, mich hat gerade auch jemand angesprochen in der Pause, ich habe ja bewusst von Perspektive gesprochen und ich meine das jetzt nicht als, Wortklauberei, Perspektive und Bewegung, sondern ich will es kurz erläutern, warum ich denke, dass beides, Degrowth und Grundeinkommen, starke Perspektiven sind. Ich habe ja nach dem Leipzig-Kongress, manche wissen das 2014 auch so argumentiert, was Degrowth angeht. Ich will es am Beispiel von Leipzig machen. Es gab 2014 im September die große vierte internationale Degrowth-Konferenz mit 3000 Teilnehmenden. Und das Interessante war, dass für einen Moment, 4 Tage, Menschen, vor allem junge Menschen, aus ganz vielen Spektren zusammenkamen, solidarische Ökonomie, Gemeinschaftsgärten, Antifa, studentische Initiativen, ganz viel, Gewerkschaften haben gefehlt. Und die haben gesagt, und das halte ich für ganz wichtig, ich mache es nachher fürs Grundeinkommen, wir überdenken, was wir eigentlich machen, mal in der Perspektive von Degrowth. Was trägt eigentlich Degrowth dazu bei, und jetzt mache ich es ein bisschen breiter als Leipzig, dass Gewerkschaften sich anders denken, dass Umweltbewegung sich anders denkt, jetzt die Kohleausstiegsbewegung, dass sich solidarische Ökonomie anders denkt und so weiter und so fort. Und ob die Leute dann sagen, ich bin Teil einer Bewegung oder nicht, Bewegungen sind ja oft so konfliktiv um einen Punkt, ne? Jetzt eben Kohleausstiegsbewegung. Und mein Punkt wäre, und bitte nicht als Wortklauberei, sondern als Öffnung, wenn Grundeinkommen eine Perspektive ist, dann trifft sich hier eine Bewegung oder Teile der Bewegung, aber die Perspektive würde ja heißen, es auch woanders stark zu machen, in den Spektren, wo sie bisher nicht so sehr eine Rolle spielen. Bei Gewerkschaften, bei Parteien, in den Hochschulen, in den Schulen, in den Betrieben und so weiter. Von daher sozusagen halte ich so diese Perspektive für stärker, wenn es jetzt nicht eine Bewegung ist, die total umfassend ist und alle sagen, ich bin Grundeinkommen oder ich bin Degrowth. Ich sehe das nicht, sondern ich sehe eher und die Stärke, die Degrowth-Perspektive wird jetzt in ganz viele Spektren reingezogen, die selber nicht sagen, ich bin Degrowth, sondern die sagt, ich bin halt Wissenschaft. Also in der sozialökologischen Forschung wird gerade ganz viel über Degrowth verhandelt, aber die sagen immer noch, ich mache sozialökologische Forschung. So meine ich es. Also das wäre der zweite Teil meiner Antwort und bitte nicht falsch verstehen, sondern eher als Ermächtigung, die Grundeinkommensperspektive und die Degrowth-Perspektive muss in ganz viele anderen Spektren relevant werden, damit sie dann gesellschaftlich relevant wird. Yeah, I think any successful popular movement has to be based on a simple idea, an idea that everyone can grasp. And I think basic income does rather well on this front. It's beautifully simple. And compared to most other proposals for reforming the benefit system, which are extremely fiddly, complex, mathematical, negative income tax, ideas like this, compared with those, basic income is wonderfully simple. You just give everyone an income, right? Standard fixed income from the age of 18 till they die. That's something everyone can grasp. So I think for that reason alone, it has considerable mobilization potential.
Degrowth too, I think, is a very simple idea, which everyone can grasp. Maybe not quite as simple, but so I think yeah. But both ideas have great potential for garnering public support, broad public support. Okay, jetzt haben einige die Bühne betreten. Bitte, genau, Mikrofon weiterreichen. Ja, ich fange mal an auf Deutsch. Ich muss gestehen, dass ich die gesamte Debatte ziemlich verkürzt bisher finde, weil ich die Verbindung zwischen der Degrowth-Bewegung, die ich eigentlich als Umweltbewegung verstehe, und der Grundeinkommensbewegung viel essentieller verstehe. Meiner Meinung nach gibt's zwei große Schwerpunkte. Einer davon ist genannt worden, wo die beiden Bewegungen sich treffen. Und der eine Punkt ist sozusagen, was schon angeklungen ist, ist die Freiheit des Einzelnen, also die Autonomie, die der Einzelne hat, überhaupt anzufangen, ökologischer zu denken und ökologischer zu handeln. Also um es knapp auszudrücken, wer Hunger hat, dem kann man nicht vorwerfen, dass er nicht nachhaltig lebt, weil er sozusagen in erster Linie immer dem Hunger nach als sozusagen menschliches Grundbedürfnis nachgehen würde, bevor er überhaupt sozusagen die ökologischen Fragen in seinem Leben integrieren kann und denken kann. Aber der zweite Aspekt, wo ich glaube, dass Ökologie und Grundeinkommen direkt zusammengehen, ist meiner Meinung nach der Aspekt, dass wir in einer privatisierten Wirtschaftsweise leben, wo letztlich alle Ressourcen auf der Welt, Land, Boden und auch die Rohstoffe, die existieren, die sind bereits verteilt auf der Welt. Also jeder, der jetzt momentan lebt, erhält oder hat einen Anteil an diesen Ressourcen, das ist Privateigentum. Und ein Neugeborener kommt in dieses System hinein und hat nichts. Also sozusagen hat überhaupt gar keine Möglichkeit, an diesen Ressourcen eigentlich teilzuhaben, sondern muss sich dann sozusagen einen Weg in das System überhaupt erst schaffen, um an diesen Ressourcen in irgendeiner Art und Weise teilzuhaben. Aber meiner Meinung nach müssen die Ressourcen, die es auf der Erde gibt, irgendwie erstmal allen Menschen gehören und auch einem Neugeborenen gehören. Und wenn wir davon ausgehen, dass alle Ressourcen auf der Erde jedem einzelnen Menschen gleichermaßen gehört, dann ist das auch die direkte Verknüpfung, wo wir das System ein Stück weit in die Richtung umstellen können, mit einem Grundeinkommen, das sozusagen ein Teil dessen, was halt schon verteilt ist und wo die Ressourcen in verschiedenen privaten Händen liegen, dass das sozusagen rückverteilt wird letztlich zu den Menschen, die wir alle sind. Also jeder braucht von uns Ressourcen, damit er überhaupt leben kann. Und diese Grundlage ist für mich ja mindestens so essentiell wie die Freiheit, die der Einzelne erlangt durch das Grundeinkommen, um ökologisch zu denken. Ja, auch auf Deutsch, Werner von Attac. An einem ähnlichen Punkt weiter, aber mit einer anderen, mit einem gedrehten Blick. Ich teile den Ansatz, Stefan, wie du ihn gemacht hast, über diese grundsätzliche Zusammenhänge zwischen den beiden Bewegungen. Ich will es aber nochmal von der Seite der Bewegungen her aufnehmen und Uli dich dann da durchaus auch kritisieren. Wenn du sagst, das wird in den Perspektiven von Degrowth und in der Perspektive des bedingungslosen Grundeinkommens bestimmte Zusammenhänge nicht gesehen. Dagmar hatte davon gesprochen, dass unter anderem die Frage verhandelt werden muss, oder zentral die Frage verhandelt werden muss, was sind eigentlich die Güter und Dienstleistungen, die notwendig sind für ein gutes Leben. Notwendig, jetzt bitte auch wortwörtlich zu nehmen, die Not wenden. Und Dagmar hatte gesagt, sowohl unter der ökologischen wie unter der sozialen Fragestellung fällt dieses Notwendige, die Güter und Dienstleistungen, die notwendig sind für ein gutes Leben, in eins. Die soziale Not zu wenden und die ökologische Not zu wenden, lässt sich als Fragestellung angesichts einer ernsthaften Analyse der sozialen und der ökologischen Not auf dieser Welt nicht mehr differenzieren. Es ergibt sich eine einheitliche Fragestellung daraus. Und die ist in der Perspektive nur
umsetzbar in einem tatsächlichen gesellschaftlichen Prozess. Da wiederum, Uli, stimme ich dir zu, es ist ein entscheidender Punkt, den Unterschied zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft zu begreifen, dem, was wir individuell und mit unseren Freunden tun und dem, was wir alle zusammen leisten müssen, damit überhaupt unser Leben funktioniert. Du hast das immer an der Bahn festgemacht, aber man könnte es auch an anderen Strukturen festmachen. Das ist nicht dasselbe. Solidarische Ökonomie, die wir gemeinsam mit Freundinnen und Freunden gestalten, ist ein extrem wichtiger Schritt aus dem Bestehenden heraus zu etwas anderem hin, verpasst aber noch den Punkt, wie wir daraus etwas, das tatsächlich für alle, für jeden und jeden, ohne eine einzige Ausnahme gilt, wie Gesellschaftlichkeit tatsächlich funktionieren muss. Das kann nur funktionieren über eine breite demokratische Debatte, die sich genau diese Frage stellt. Was sind die Güter und Dienstleistungen, die notwendig sind für ein gutes Leben und wie wollen wir sie diskutieren? Das ist jetzt noch sehr weit weg und ruft die Demokratiefrage als Perspektive auf. Im Konkreten, auch das hatte Dagmar gesagt, ist die Demokratiefrage in den Kämpfen aufgerufen. Und Elena, das ist auch die Antwort auf die Frage, die du zu Beginn dieser Runde jetzt gestellt hast, oder eine der Antworten auf die Frage, die du zu Beginn dieser Runde jetzt gestellt hast. Wie kommt man zu einem Grundeinkommen? Indem man darum gesellschaftliche Kämpfe führt. Uli hatte darauf hingewiesen, dass der Staat das nicht einfach hergeben wird, weil es ein vermachtetes System ist. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird im Ergebnis nur so gut sein, wie die Kämpfe, die darum geführt worden sind. Und diese Kämpfe finden real hier und jetzt statt. Dagmar hatte einige aufgerufen, eher aus dem ökologischen Bereich. Es gibt in anderen Bereichen das auch. Und was ich extrem vermisse, ich habe innerhalb von ATTAC in den letzten Jahren ganz intensiv am Thema Eurokrise gearbeitet, habe die Blockupy-Veranstaltungen in Frankfurt von Anfang an mit erdacht und gestaltet und vorbereitet und organisiert. Und in dieser ganzen Krisen-Austeritäts-Auseinandersetzung ist die Bewegung für ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht präsent. Ich halte das für einen Skandal. Und in anderen Kämpfen und Auseinandersetzungen genauso. Da, wo wir als Grundeinkommensbefürworterinnen und Befürworter es verpassen, in die konkreten Kämpfe zu gehen, dort verpassen wir, ein Grundeinkommen tatsächlich real einzuführen. Denn nie wird irgendein Parlament hingehen und sagen, wie habt ihr euch das gedacht? Ach so, ja, dann beschließen wir das jetzt mal. Da wird noch was vorher passieren müssen. Und das wird nur passieren, wenn das entsprechende Engagement und die entsprechenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen noch stattfinden. Ich würde dann noch das Wort erteilen an die einzige Dame hier in der Runde bisher, deshalb auch nochmal die explizite Einladung an weibliche Sprecherinnen, hier unsere Runde zu bereichern. Genau, vielleicht die Reaktion und dann Reaktion von Ihnen. Oh, hello, right. I'm really sorry, I didn't catch most of the German, but so I'm sorry if I'm repeating anything that somebody already said. But there were a couple points I wanted to make from the presentations before. One is I'd like to absolutely challenge the idea that Europe does not have the money for basic income. First of all, not just in terms of the money which is leaving Europe and going into tax havens or is being put into tax havens like London and Luxembourg, but also the fact that money is the one resource that humans create. Now that means that we can have as much of it as we want, as we need. And the problem at the moment is that the economy runs on the idea that resources are infinite while money is scarce, when in fact the opposite is true. Yeah? So that's one thing. So there's no lack of money, that is for sure. All right. A couple other things, though, which kind of came up in the discussion. I think that it might be useful. Sorry, I should have introduced myself. I'm Barbara Jacobson. I'm chair of UBI Europe, and I'm also coordinator of Basic Income UK. Yeah, all right. So a couple more ideas to introduce. One is one that I'm becoming really interested in recently. It's coming out of both Switzerland and the US, which is this idea that we should have a care-centered economy.
that's a really it's a really neat way of saying, right, rather than having a market-centered economy, we should have a care-centered economy, and that means care of ourselves, care of each other, and care for the environment. And I think that's a really positive way to put this, all right? You know, that we actually want to look after each other. And that's really, for me, the whole ethos of getting involved with basic income and other things. And then the other, one last thing that I just wanted to challenge was this whole kind of discussion about, you know, who would do the dirty work in society if there was a basic income. One thing I think that is really, really damaging is we have an idea of a kind of hierarchy of jobs, that some jobs are really kind of dirty and they shouldn't, you know, the people who are doing them must be really unhappy, which if you actually talk to people who are doing those jobs, they're not necessarily that unhappy, all right? You talk to people who clean out sewers and they're very interested in the fact that they can get around the sewers and nobody else can, all right? They're very proud of the service that they provide. And if you talk to, say, nurses, for example, who do incredibly dirty work, if you want to talk about that, nurses are doing it because they want to express their care, the side of their caring. All right, so like this idea, one thing that I really want for basic income, if eventually, is that we get rid of this hierarchy of jobs, that some jobs are worse than others. All right, because all, you know, there's all kinds of things that we can do that you know, some people may like, others may not, all right? Some people may like cleaning out sewers, but they may not like reading books that much, all right? They may not want to be academics, for example, all right? I certainly don't want to be an academic, which is why I'm not one. So just those three things. There is enough money. Let's introduce the idea of a care-centered economy into all of this, and let's get rid of the hierarchy of jobs. That's it. Okay, dann Reaktionen. Ist da ein Mikrofon? Is there a microphone? A couple of points. On the relationship between the environmental movement and the basic income movement, maybe just a note of skepticism. Many advocates of basic income are technological utopians. So they think that the march of automation is inevitable, and that it's a good thing, that robots will take over more and more jobs, and that's why we need a basic income, right? To provide an income for the growing number of people who won't be in work anymore, paid work. Now, this implies, I think, the continued exploitation of fossil fuels. I mean, these robots run on electricity, and you know, the main way in which electricity is generated at the moment is by burning fossil fuels. So, well, maybe alternative sources of power will emerge in the next few decades. But so I'm not sure the interests of the two movements are identical, actually. It's a point to debate. The need for a change of values, I completely sympathize. And I think one of the things that a basic income scheme might encourage is an end to what one might call job fetishism. The idea that unless you're in full-time paid employment, you are not a useful member of society. You're a scrounger or a parasite. Okay. I mean, this sort of rhetoric dominates the British gutter press at the moment, and maybe it does here too. I think that's a pernicious ideology and an increasingly dysfunctional ideology in an era where, you know, fewer and fewer people are actually in full-time paid work. They're made to feel like scum. So we have to break that kind of job fetishism, and basic income might be one way of doing that. I speak in German. Erstmal natürlich von Werner volle Unterstützung. Das war ja auch, hoffentlich kam das rüber, meine Bemerkung, dass es sozusagen um Kämpfe, um soziale Auseinandersetzung geht. Zwei kurze Bemerkungen, zwei ausführlichere. Die erste kurze ist von dir, Stefan. Ich halte sozusagen die Engführung von Degrowth auf eine Umweltbewegung
für ohne Not, also aber da sind andere hier sozusagen viel einschlägiger. Warum? Also sozusagen, ich habe ja gerade am Anfang da versucht darzustellen, wie vielfältig die Degrowth-Perspektive ist oder nennen wir sie Bewegung. Das zweite ist von der Kollegin gerade auf Englisch, to get rid of the hierarchy. Yeah, this is also a question of, Entschuldigung, das ist auch eine Frage von Kämpfen. Und es gibt genug Untersuchungen, ich erlebe das jeden Tag an meinem Institut, wenn ich morgens im Büro gehe, dann arbeiten da bereits seit 2 Stunden Frauen aus der Slowakei, also ich arbeite in Wien, aus der Slowakei. Ja, die befreit man mit einem Basic Income. Ja? Und das ist aber doch nicht nur die Hierarchies, sozusagen, der Laden wird geputzt zu bescheuerten Bedingungen und das sind eigenständige Kämpfe, ja? Die Bedingungen der Arbeit selber auch zu verbessern. Und dieser Laden muss hoffentlich muss sauber gemacht werden und ich würde mich auch selber daran beteiligen, mein Institut zu putzen, wenn es sozusagen emanzipatorische Formen von Arbeitsteilung gibt. Aber to get rid of hierarchy ist ein ziemlich komplexer Prozess und da kann man nicht nur sagen, die einen wollen weniger lesen, die anderen wollen mehr lesen, sondern das sind sozusagen eigenständige Kämpfe, da kommt das Basic Income rein, aber ich glaube wirklich nur als einen Aspekt. Das ist nochmal die Frage von guter Arbeit, von anderer Arbeitsteilung und anderes. Die Frage von Geld. Es ist genug Geld da. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu orthodox, marxistisch. Natürlich ist das Geld selber ein Machtverhältnis, das wissen wir über Finanzmärkte und ich meine, Attac ist Ausdruck davon, dagegen zu kämpfen. Aber für mich wären zentral die Produktionsverhältnisse und die Produktion. Und wir können nicht einfach Geld nachdrucken, nicht nur sozusagen wegen der Banalität von Inflation, sondern wie wollen wir leben? Was ist die Qualität des Zusammenlebens? Wie schaffen wir Ernährung, ich wiederhole mich, Kleidung, Fortbewegung, Kommunikation zu einigermaßen ökologischen und sozial-solidarischen Bedingungen? Und wenn ich nur sage, ich nehme mehr Geld, dann mache ich doch, Entschuldigung, das wird aufgenommen, mache ich es netter. Wenn wir nur mehr Geld reinpumpen, machen wir vom gleichen Mist mehr. Das kann es doch nicht sein, sondern wir müssen den Mist selber, die Produktionsverhältnisse, die so wie wir leben, ein Stück weit verändern. Und da wäre es mir zu wenig, nur mehr Geld zu fordern. Und der letzte Punkt, auch von Stefan am Anfang und dann von Werner nochmal aufgenommen. Ja, es gibt den Zusammenhang von sozialem und ökologischem. Dafür stehen wir hier wahrscheinlich weitgehend. Aber nicht in der Realität. Das Soziale wird systematisch gegen das Ökologische ausgespielt und zwar gar nicht böswillig. Also ich arbeite ja viel zu Lateinamerika. In 2 Tagen kommt ein Buch von mir raus, Lateinamerikas Linke, hier beim Hamburger VSA Verlag, wo ich nochmal Interviews gemacht habe mit Leuten zur aktuellen Krise, Ende des Werbeblocks. In Lateinamerika haben sich seit 2000, 2003 doch deshalb die sozialen Bedingungen für viele Menschen verbessert, weil es ökologisch ein Desaster war. Weil Chavez gesagt hat, wir verdoppeln die Ölproduktion. Weil Argentinien und Brasilien sojarisiert wurde mit Monsanto-Soja. Das ist auf den Weltmarkt geknoppelt. Das ist Futtermittel für China. Und das ermöglicht dem Staat Umverteilungsspielraum. Wenn hier die Gewerkschaften einen Lohnabschluss von 4,8% haben in der Metallindustrie, dann schließt sich das nicht automatisch mit ökologischen Fragen kurz. Also ich finde, also Werner hat gesagt, die Fragestellung ist irgendwie klar, aber nicht die Antwort. Die Antwort ist immer noch ganz tief in dieser Gesellschaft verankert, dass soziale und ökologische Fragen gegeneinander ausgespielt werden. Also Lateinamerika finde ich es ganz offensichtlich, die letzten 15 Jahre. Und auch bei uns ist es nicht so einfach, sondern viele von uns nahestehende Akteure spielen immer noch die soziale Karte über der ökologischen Karte. Die keynesianische Position, die Gewerkschaftsposition. Da können wir nicht einfach nur sagen, es ist jetzt eh klar, das Soziale und Ökologische geht so. Für mich ist klar oder für uns ist klar, aber realpolitisch ist immer noch, wird das Auge eher zugemacht, wenn es darum geht, ökologisch Zerstörung voranzutreiben, mehr Automobile, wie auch immer, um die soziale Ruhe, Wohlstand, Produktivität zu retten. Da haben wir noch nicht viele Antworten, müssen wir ganz ehrlich sein. Okay, dann 2 neue Menschen in der Runde. Das Mikro irgendwo bei euch? Ist schon an oder an? Nee, dann unten ist. On und off müsste da stehen. Ganz klein weiß. Ansonsten geht das vielleicht drüber. Gibt das andere? Danke. Ja, teilen muss sein. Ne? Damit jeder drankommt. Die Frage, die eben auftauchte, war, ja, wird nicht mehr vom gleichen Mist produziert und konsumiert, wenn wir den Leuten ein
Basic Income geben. Und ich denke, das ist eine zentrale Frage, ist auch eine zentrale Kritik von grüner Seite gegen das Grundeinkommen, auch eine Kritik, eine mögliche, manchmal auch reale von die Growth-Seite, die wir hier nochmal beleuchten sollten. Und da möchte ich Herrn Skidelsky doch einiges fragen, weil da war ich etwas enttäuscht von ihm, dass er die Begründung für das Basic Income sehr allgemein gemacht hat, dass er sagte sozusagen, ja, Basic Income ist just freedom, ja, und da kann alles Mögliche rauskommen, was die Leute eben wollen. In Ihrem Buch, Herr Skidelsky, hatten Sie eine etwas andere Philosophie aufgemacht. Da hatten Sie ja gesagt, ja, eigentlich gibt es ja die Basic Goods, ne? Das sind nicht materielle Güter, ne? Wie wirkliche Freundschaft, ne? Nicht instrumentelle Beziehungen und wie Anerkennung, soziale Sicherheit und. Das waren ja keine Basic Goods, die Sie sich ausgedacht haben, sondern die Sie empirisch durch Befragung von Kulturen auf der ganzen Welt so mal zusammengefasst haben, also wo wir sagen können, ja, das sind die wichtigen Dinge des guten Lebens für die Leute, diese Basic Goods, nicht materielle Basic Goods. Und dann hatten Sie ja auch gesagt, ja, das Grundeinkommen wäre ein Weg dorthin, diese Basic Goods zu, nicht direkt zu schaffen, aber ein gastfreundliches Umfeld, so war, glaube ich, ne, ihre Formulierung. Und das ist doch eine ganz klare Argumentation dafür, für diesen Zusammenhang, dass wir mit Basic Income einen Schritt gehen zu einer Degrowth-Gesellschaft, ne? Eine Gesellschaft, wo die Basic Goods, ne, die nicht materiell sind, einen größeren Rang haben, sich auch erstmal überhaupt verwirklichen können. Das ist eine Gesellschaft mit weniger materiellen Bedürfnissen und auch mit weniger Konsumption und auch weniger Produktion. So, man könnte auch noch andere Argumentationsgänge dafür aufmachen, ne, warum ein Basic Income auch von der Produktionsseite her, Sie haben es angesprochen und andere auch, die Leute können dann Forderungen stellen, Teilzeit arbeiten und so weiter. Also sowohl von der Konsumptionsseite her als auch von der Produktionsseite her wäre Basic Income ein ganz klarer Schritt zu einer Degrowth-Gesellschaft. Also ich würde da gerne gleich noch ein bisschen anschließen. Ich bin Martin Finger, beschäftige mich mit Credera als Möglichkeit, ein Grundeinkommen über eine Komplementärwährung zu machen, weil für mich allein die Finanzierung ist überhaupt keine Frage, weil Geld ist ein vollkommen virtuelles Medium und das heißt, wie Geld funktionieren soll, wo es herkommt, wie es verteilt wird, ist eine rein letztlich beliebige Entscheidung und das heißt, die Menschen, die sich für irgendeine Form der Geldverteilung entscheiden, können das auch einfach so regeln, nicht mit dem Euro, aber mit einer beliebigen anderen Währung. Deswegen ist für mich das Interessante, die Growth und BGE haben zwei sehr starke Zusammenhänge. Nur BGE benutzt dieses Argument nicht, weil für mich ist das primäre Ziel zu sagen, hoffentlich halbieren wir die Produktion in Deutschland. Das heißt, so viele Arbeitsplätze abzuschaffen, das heißt, Erwerbsarbeit ist nicht mehr notwendig, irgendeinen Blödsinn zu produzieren, nur damit wir einen Absatzmarkt haben, damit da die Berechtigung an Einkommen da ist. Das heißt, wir fahren die Produktion erheblich runter und Dienstleistung ist relativ unschädlich, weil die verbraucht nicht so viele Ressourcen, aber schauen Sie sich an, wie viele Autos wir produzieren, auf dem Weltmarkt versuchen irgendwo abzusetzen, zu welchen Kosten, also ökologisch gesehen. Und deswegen ist für mich letztlich die Frage, das Argument, was sozusagen Grundeinkommensbewegung am wenigsten in den Mund nimmt, ein Glück, die Arbeitsplätze sind obsolet, wir brauchen sie nicht mehr. Wir haben trotzdem eine Berechtigung, uns zu versorgen mit den Mitteln, die wir zum Leben brauchen und nicht, die wir irgendwo auf dem Weltmarkt exportieren müssen. Und das ist sozusagen für mich zu sagen, auch die Überlegung, weil vorhin kam ja das Thema Gewalt. Das heißt, wir müssen gewaltsam gegen die Institutionen, gegen den Staat und so weiter, müssen das erobern. Und dann haben wir die Kraft und können mit der Gewalt, die wir dann haben, das Grundeinkommen durchsetzen. Ich halte das auch nicht für einen idealen Weg. Die Menschen, die so weit sind, so wie hier jetzt auch viele sich mit dem Grundeinkommen beschäftigen, zu sagen, lasst uns das lieber parallel hochziehen, lasst uns den Staat ins Leere laufen und lasst es uns mit den Menschen machen, die so weit sind und zu sagen, okay, wir wollen das. Keine politischen Mehrheiten, diese Mehrheiten, im Endeffekt 51%, morgen sind die Mehrheiten wieder anders, dann wird es wieder abgeschafft oder wie soll das funktionieren? Das heißt, die Menschen, die es machen wollen, machen es und das eben auf einer freiwilligen Basis. Und zwar nicht dann nur die Empfänger, sondern auch die freiwillige Leistung. Das heißt, diejenigen, die das Grundeinkommen entweder dann
so wie es in den Konzepten ja meistens eine Umverteilung, oder noch idealer, die einfach die Produkte herstellen, die Menschen mit dem, was sie dann als Geld benutzen, als Grundeinkommen konsumieren können. Und das auf einer freiwilligen Basis. Da brauche ich mir gar nicht so viel Anstrengungen zu machen, diese bestehenden Institutionen, die ja dafür sind, Menschen Macht auszuüben, zu übernehmen und dann zu sagen, jetzt habe ich es unter Kontrolle. Wie lange will ich diese Kontrolle ausüben? Aber wer vergibt das Grundeinkommen? Das können einfach, wenn wir hier alle uns entscheiden, zu sagen, wir machen jetzt eine eigene Komplementärwährung, wir definieren, wie die funktionieren soll. Also ich halte da morgen ja auch nochmal einen Vortrag dazu. Und da eben zu sagen, wir können den Weg komplett freiwillig gehen. Wir müssen diesen Weg durch die Instanzen nicht gehen. Okay. Eine Reaktion vielleicht von Edward Skidelsky auf das Vorhergesagte und dann Jan Reitz. Ja, just... On the financing of basic income, which has been touched on, I mean, it may be technically possible. That doesn't mean it's politically possible. You can't make everyone richer simultaneously by fiat. So if basic income is going to make a lot of poor people richer, that implies that it's going to make some rich people poorer. Okay, and they're not going to like that. So advocates of basic income propose that it be funded from some tax that will encounter, you know, the least possible political resistance. So, for example, a Tobin tax, or a tax on, you know, transfers of capital, or Ackerman proposes a tax on wealth above the level of $250,000, I think, you know, on the grounds that most wealth is inherited, so clearly, you know, its owners don't deserve it. One has to think quite carefully about how to make this politically, you know, attractive to governments and bureaucrats. On your question on. The ethical rationale for basic income. You're right. In our book, we mentioned seven basic goods, and the argument I presented today was a slightly simplified one. So I just appeal to one good, so freedom, real freedom, independence. I think, you know, as I know many of you are activists. That may have more political bite. It's simpler and it seems less paternalistic. I think the trouble with, you know, discussing specific goods like harmony with the environment, friendship, is, you know, people will turn around and say, "Oh, you're telling me how I ought to live," you know? And there's a lot of resistance to that. Whereas if you just say, "Look, our goal is to allow you to do whatever it is you want to do with your life," okay, that may have more traction. I don't know. I think that's a matter of political strategy. Okay, dann vielleicht die neue Person in der Runde. Hallo, guten Abend. Ich werde auf Deutsch sprechen. Mein Name ist Anna. Ich komme aus Brasilien und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Freiburg im Bereich der VWL. Und ich glaube, also, dass ein paar Wörter vielleicht noch nicht so stark hier heute diskutiert würden. Und zwar zum Beispiel die Rolle von Vermögen und wie das zusammenhängt mit der Diskussion des bedingungslosen Grundeinkommens. Weil aus der marxistischen Perspektive, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen haben, dann werden die Arbeiter ich glaube, das hat auch einen Effekt auf der Machtbeziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und es stellt auch das Eigentum der Produktionsmittel in Frage und auch die Macht der Besitzer der Produktionsmittel in Frage. Und ich glaube, dass wenn man über das BEG spricht, muss man auch, also man hat nicht nur Einkommen oder das Bruttoinlandsprodukt als eine Quelle, diese Einkommen zu finanzieren, sondern auch man könnte auch die Ressourcen oder die Vermögen oder das Eigentum von Leuten, die das Eigentum bereits haben, umverteilen oder es auch als
Quelle sozusagen für das BEG anzuwenden. Wie du bereits gesagt hast, also wenn wir auf der Welt kommen, ne, wenn wir Pech haben, in einer ärmeren Familie auf der Welt zu kommen, wir haben kein Recht auf Ressourcen auf dieser Erde. Und eigentlich sollte jeder Mensch die gleiche Rechte, also Rechte auf die Ressourcen auf dieser Erde zu haben. Und ein anderes Thema, was ich auch wichtig finde, ist, dass jetzt wir erleben eigentlich in Europa einen Abbau des Sozialstaates seit 20 bis 30 Jahren, wie hier angesprochen wurde. Und in Lateinamerika erleben wir leider eine Änderung, also die Linksregierungen, sowohl in Argentinien als auch in Brasilien, wahrscheinlich jetzt auch in Peru, die sind weg. Und in Brasilien ist ein Putsch stattgefunden, die vorherige Woche. Und was sehr besorgend ist, weil Brasilien auch so eine Vorbildrolle in Lateinamerika genießt. Und das stellt auch ein Risiko, die ganze sozialen Fortschritte, die letzten Jahre stattgefunden sind. Und ich möchte eigentlich von Ihnen, also von euch wissen, ob Sie tatsächlich Wege für eine Veränderung sehen. Weil in Europa sehen wir, dass die rechte Bewegungen eigentlich immer stärker werden, auch in Lateinamerika. Ich kenne mich nicht in Asien, Afrika nicht so aus. In den USA sehen wir auch, dass es kaum Alternativen gibt. Und welchen Platz sehen wir für BEG in dieser Konstellation? Das ist okay, dann erstmal noch Ulrich. Ganz kurze Nachfrage an Herrn Skidelsky. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie ja, Basic Income wird die Growth eigentlich stützen, aber wir sollten das nicht so groß vor uns hertragen, weil das könnte uns als nicht freiheitlich ausgelegt werden. Ist das richtig, dass das Ihre Meinung ist? Vielleicht eine kurze Reaktion darauf und dann vielleicht Antworten zu der vorherigen Frage. Okay. Yeah, very quickly, yes. I think the argument for basic income stands on its own, whether or not it leads to degrowth. I think a reasonable assumption is that many people will choose to leave the job market But one can't say for certain. My point is, even if they choose to stay in the job market, it will increase their bargaining power vis-a-vis employers, and that's I think the crucial thing. Ja, ich möchte auf zwei Sachen eingehen. Das eine die Frage zu Lateinamerika und Brasilien. Ich halte es für ganz wichtig. Also nochmal die Frage von Vermögensverfügung und den Produktionen, also die Verfügung über Produktionsmittel. Ich kenne mich nicht in den Fachdebatten jetzt um Grundeinkommen in Brasilien aus. Diese globale Rechtsentwicklung würde ich jetzt einklammern. Also was die PT versucht hat, die Arbeiterpartei in Brasilien, ist ja schon Sozialstaatlichkeit aufzubauen. Mit Mitteln, die kamen, weil halt enorme Ressourcen über die hohen Weltmarktpreise auch den Regierungen überhaupt die Möglichkeit gegeben haben, Sozialstaatlichkeit aufzubauen. Das gerät jetzt unter Druck, einerseits, weil es die rechte Regierung gibt, mit Temer, mit dem neuen Präsidenten, und weil auch die Mittel fehlen, weil sozusagen das ressourcenextraktivistische Modell nicht überwunden wurde, und wenn dann die Weltmarktpreise und die Nachfrage runtergehen, dann fehlt dem Staat Handlungsmöglichkeit. Vielleicht bin ich zu bescheiden, oder ich muss es durchdenken. Ich würde erstmal sagen, in Ländern wie Brasilien, Argentinien, in Lateinamerika geht es wirklich um den Aufbau von sozialer Sicherung. Es geht um die Abschaffung von Sklaverei. Es geht um Mindestlöhne, die durchgesetzt werden. Es geht um Sozialversicherung. Vielleicht bin ich da zu traditionalistisch, aber ich kann mir sowas wie ein Grundeinkommen, was sozusagen Universelles, also was auch Gleiches, in diesen Ländern nicht vorstellen. Aber vielleicht bin ich da noch zu verbohrt oder zu reichtumsgesellschaftsgeprägt oder wie auch immer. Ich glaube, es gibt ganz viele andere Schrauben in der Gesellschaft, die den Menschen ein gutes Leben ermöglichen sollten. Der zweite Punkt, ich fand es nochmal interessant, was gesagt wurde mit diesen Nischen. Wir fahren parallel hoch, wir kümmern uns nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, um die anderen, und wir machen das freiwillig, und dann geht es um die Komplementärwährung, ermöglicht es. Ich halte diese Experimente für ganz wichtig. Mir wäre es aber zu wenig. Mir wäre es zu wenig,
Weil es weitergehen muss. Also ein Grundeinkommen, eine Degrowth-Perspektive ist doch eine gesellschaftliche Perspektive. Und die Herrschenden, ich mache es ein bisschen platt, freuen sich, wenn wir Nischen machen. Am besten die ausgebildete Mittelklasse, am allerbesten die Armen, die sollen Nische machen. Aber die Mittelklasse kann es auch machen, wenn sie uns nicht mehr interessiert. Und ich würde sagen, sozusagen der Einsatzpunkt wäre doch, über Erfahrung, auch über Nischen, Verhältnisse zu schaffen, um die anderen, die andere Seite wieder zu zwingen, dass sie überhaupt gesellschaftlich wird. Dass sie mit ihrem Vermögen, mit ihrer Macht abgibt und mit ihrem Vermögen sich daran beteiligt, dass Gesellschaft gut wird. Der Sozialstaat, ich glaube, ich habe es vorhin gesagt, der Sozialstaat, die historische Errungenschaft des Sozialstaats, war erzwungene Solidarität. Dieser bescheuerte Vorschlag von dem Sloterdijk, können Sie sich vielleicht noch an den vor 2 Jahren, ja, wir, Herr Professor in Karlsruhe, wir zahlen alle mal freiwillig Steuern. Ist doch absurd. Dann würde die Steuerbasis des Staates sofort erodieren. Wir müssen gezwungen werden, Steuern zu bezahlen. Und zwar bitte progressiv, nicht gleich, progressiv Steuern zu bezahlen. Das ist erzwungene Solidarität, damit eine Gesellschaft gut wird. Das würde ich nicht aufgeben. Das würde ich ohne Not, dann machen wir nur Nische. Und ich glaube, wir brauchen den Kampf um gesellschaftliche Regeln, also schließe mich an Werner an, und wir brauchen den Kampf um die materielle Verfasstheit unserer Gesellschaft, und zwar nicht nur Umverteilung, ich hoffe, das kam heute an, also nicht nur Basic Income, sondern auch so, wie wir den Kuchen backen. So wie von wem die Bäckerei besessen wird, so wie die Ingredienzen sind für das Brot und so wie die Produktionsprozesse sind, gute Arbeit. Das ist so, wie unsere Gesellschaft sich reproduziert. Das würde ich nicht aufgeben. Da macht ihr Nischenstrategie. Da freuen sich die anderen. In Anbetracht der Zeit müssen wir uns leider demnächst dem Ende zuneigen, da wir den Raum verlassen müssen. Ich würde jetzt dennoch den Menschen, die jetzt neu dazugekommen sind, und vielleicht die beiden Damen hier vorne noch ein kurzes, genau, das Wort erteilen, aber bitte sehr kurz, dass vielleicht dann die beiden Referenten noch ganz kurz darauf reagieren können und wir dann ja, pünktlich enden. Bitte? Ich würde jetzt eher sagen, nochmal die neuen Argumente und dann einfach, weil die Zeit knapp ist. Vielleicht danach einfach noch im Gespräch. Ja, danke. Mein Name ist Benjamin Brockhaus. Ich studiere in Oldenburg Postwachstumsökonomie unter anderem und arbeite gerade in der Schweiz für die Wahlkampagne. Die Schweiz als eines der reichsten Länder der Welt hat ja in 3 Wochen Volksabstimmung über die Einführung des Grundeinkommens, und für mich ist das alles, was hier diskutiert wird, ganz konkret, total real. Und also die Frage der Finanzierung, die Frage nach Wachstum, Postwachstum hat mich jetzt eben nochmal angesprochen, und ich will mal eine These noch in den Raum stellen, die vielleicht argumentiert, dass die Einführung eines Grundeinkommens nicht unbedingt zu Degrowth führt. Denn was würde denn passieren, wenn alle von uns das arbeiten, was wir wirklich arbeiten wollen? Wenn jeder mit voller Leidenschaft und Hingabe das tut, was er wirklich tun will? Es ist erwiesen, dass Menschen aus intrinsischer Motivation viel produktiver sind. Und jetzt stellt euch eine Gesellschaft vor, in der alle Menschen plötzlich das tun können, was sie wirklich wollen. Und das würde, also in meinen Augen, kann das eigentlich erstmal nur zu Wachstum führen. Wenn man dann noch mitdenkt, dass die Freisetzung von enormer Kreativität, die plötzlich stattfindet, wenn alle Menschen so frei sind, das zu tun, was sie wirklich wollen, was das an Innovationen herbeiführt, was wiederum einen Rattenschwanz hinter sich herträgt. Ganz klar ist aber, wir haben repräsentative Umfragen gemacht in der Schweiz, dass nachhaltige und soziale Entwicklungen auch massiv ansteigen werden. Und da geht es dann doch wieder d'accord mit dem Degrowth-Movement. Über 40% der Schweizer Bürger haben gesagt, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würden sie nachhaltiger konsumieren, würden wieder mehr Hand im Garten anlegen, würden eventuell sogar wieder in der Landwirtschaft mitarbeiten. Solche Sachen sind also real. Zugleich würde sich ja die Perspektive durch die Einführung eines Grundeinkommens total verändern, dahingehend, dass plötzlich Arbeit, die bisher nicht bezahlt ist, plötzlich auch als Arbeit verstanden wird. Sprich, all die Menschen, die Care-Jobs machen, also Altenpflege, Familienpflege, all die Menschen, die eine kranke Mutter zu Hause haben und sich um die kümmern, das ist plötzlich bezahlte Arbeit, ist bis jetzt nicht. Sprich, wir brauchen neue Wohlfahrtsmaße. Das Bruttoinlandsprodukt kann überhaupt nicht mehr funktionieren. Und dann, wenn man das dann plötzlich, diese ganzen Sachen mit reinrechnet, haben wir auch wieder massives Wachstum. Noch ein Gedanke. Diese Frage, was würde ich arbeiten, wenn für mein Einkommen gesorgt wäre, und also die Einführung des Grundeinkommens damit, ist zunächst mal eine Bewusstseinsfrage, ist auch wieder ein Wachstum im Bewusstsein. Ohne das geht's nicht. Das heißt,
Es kann auch nur dann ein Land ein Grundeinkommen einführen, wenn sich die Mehrheit, also in einem demokratischen Land, wenn die Mehrheit der Menschen sich diese Frage gestellt haben und zu dem Ergebnis kommen, ja, ich bin bereit dafür. Und wenn über 50% in der Schweiz dafür bereit sind, dann wird das Grundeinkommen eingeführt. Und das heißt, der erste Schritt auf dem Weg hin zu den ökosozialen Transformationen, die das Degrowth, die Degrowth-Perspektive sich wünscht, die begünstigt werden durch das Grundeinkommen, kann erstmal nur dann kommen, wenn wir eine Basisdemokratie haben, wie es in der Schweiz gegeben ist. Deswegen ist die Schweiz das erste Land der Welt, was über die Einführung eines Grundeinkommens abstimmt, weil sie eine Basisdemokratie haben. Also müssen wir eigentlich ansetzen, dabei Basisdemokratie einzuführen. Und wir haben die Petition, die in einer Woche in Berlin an den Bundestag übergeben wird. Also ich sehe viele gute Entwicklungen. Ja, guten Tag. Wir sind, also ich bin hier gerade im Namen von ein paar anderen Leuten noch, wir sind noch eine sehr kleine Gruppe, 4 Leute insgesamt. Wir nennen uns die Reise-Uni und ich komme gleich zu der Relevanz zu dieser Konferenz. Wir machen im Grunde genommen Ähnliches wie dieser Tomorrow-Film, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Also wir machen das nur eben erstmal als deutsche Gruppe, also wir machen da auch eine deutsche Dokumentation drüber, wollen es zwar auch übersetzen, aber wir bleiben erstmal im europäischen Raum. So. Aber was wir uns als Ziel gesetzt haben, ist eben viele verschiedene Initiativen und Projekte zu besuchen, die wirklich Lösungsansätze für die globalen Herausforderungen, die es gibt, suchen und leben. Und wirklich die globalen Herausforderungen auch thematisieren. Das heißt, dass dieser Bezug zu dem Gesamten, zu den wirklich uns alle betreffenden Herausforderungen auch immer gegeben ist. Und jetzt komme ich auch schon zu heute. Wir haben verschiedene Kriterien entwickelt, womit wir sozusagen unser Studium auswerten wollen. Also wir nennen das ja Studium, das heißt, wir haben auch einen Studiengang, den nennen wir verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung. Das Ganze geht jetzt ein halbes Jahr. Und die Kriterien sind an 3 Punkten fest. Erstens der Punkt Information, zweitens der Punkt Vernetzen und drittens der Punkt, wie kann man wirklich was tun. Vernetzen und was tun bedeutet eben auf der realen Ebene. Ja? Und das erste ist eben eher die abstrakte Ebene. Die abstrakte Ebene wiederum wollen wir so ganzheitlich wie möglich anschauen. Das heißt, wo, wenn wir jetzt auf dieser Konferenz sind, wo haben wir wirklich das ganze Bild von allen Faktoren? Das ist natürlich ein Ideal, das wahrscheinlich so nicht nie erreicht werden kann, aber das Kriterium ist trotzdem da, die Orientierung. Und in diesem Fall fand ich es immer sehr schön, wenn wir gehört haben, eben, dass alles sehr komplex ist. Das heißt, wir setzen jetzt hier an einer Stelle an, die sehr entscheidend ist, aber es gibt noch viele andere Faktoren, die reinspielen. Und unter anderem ist dieser Faktor natürlich, wenn wir über Geld sprechen, natürlich überhaupt, was ist Geld? Und das vermisse ich ein Stück weit. Also wie ist Geld hier definiert und was ist es überhaupt? Ja, und kann es nicht auch anders sein? Das ist zum Beispiel eine Frage. Da ist natürlich die Frage nach Geldschöpfung, nach irgendwie, wie ist das mit dem Zinseszins, gibt es da andere Möglichkeiten, auch in Bezug auf die Schweiz, die Vollgeldinitiative setzt da an und so weiter. Das sind zumindest Fragen, die besprochen werden sollten, wenn es darum geht. Das ist eine Kritik, die ich habe und eine Frage gleichzeitig, wie ihr dazu steht. Das heißt so, das gesamte Bild. Gleichzeitig auch würde ich mir wirklich viele konträre Meinungen wünschen, um ein gesamtes Bild zu bekommen. Also das ist hier aber zum Teil zumindest gegeben. Und als zweites haben wir ganz wichtig, eben wirklich in die Grundlagen zu gehen vom Thema. Das heißt, welches Menschenbild, welche Werte sind hier überhaupt grundlegend für alles, was wir hier machen wollen und wie transparent wird das dargestellt? Und dazu gehört für mich auch ganz viel Authentizität, also das versuche ich auch. Das bedeutet eigentlich, meine Frage wäre jetzt erstmal an die Referenten hier, welches Werte- und Menschenbild liegt zugrunde für eure Aktivität und ein Stück weit vielleicht auch, wie kommt ihr jetzt hierher, warum seid ihr hier gerade? Ich glaube, dass dieser menschliche Bezug der klingt vielleicht erstmal naiv, aber der ist unglaublich entscheidend für alles, was zum Miteinander, um gemeinsam wirklich globale Herausforderungen angehen zu können und wirklich den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden von allem, was wir an alternativen Initiativen und Projekten haben, brauchen wir diese menschliche Ebene.
Sonst funktioniert das nicht. Und danach suchen wir immer wieder, wenn wir rumreisen, Initiativen besuchen und sie eigentlich auch interviewen wollen. Dankeschön. An die letzten Referentinnen, wir sind schon sehr über der Zeit, deshalb bitte gerne kurz und prägnant. Okay. Mein Name ist Anne Pinnow, ich arbeite auch beim Konzept Wegner Ökonomie in Leipzig. Ich will jetzt nochmal irgendwie was ganz kurz anderes aufmachen. Für mich sind bedingungsloses Grundeinkommen, so wie ich es mir vorstelle, und auch die Growth-Perspektive sind für mich beides Utopien. Das ist so eine Gemeinsamkeit. Den Unterschied sehe ich darin, dass Degrowth sehr praktisch ist und gerade extrem viele junge Menschen begeistert, weil sie selber was in die Hand nehmen können, sie können machen Erfahrungen, sie können sich ermächtigen, empowern, mit anderen Leuten zusammenkommen. Und ich glaube, das löst ganz viel aus und löst ganz viel Energie aus. Und was mir da allerdings auch manchmal fehlt, ist so ein bisschen die Politisierung, das ist vorhin auch schon angeklungen. Und das muss auf jeden Fall passieren, weil jetzt gerade durch den Rechtspopulismus sind die halt auch relativ offen denn für solche Strömungen, weil sie halt anknüpfen an Globalisierungskritik, regionale Kreisläufe etc. Was Degrowth gerade auch versucht, ist so ein bisschen auch unterschiedliche Zielgruppen zusammenzubringen, wie zum Beispiel jetzt auf der Sommerschule im letzten Jahr, da sind viel mehr mit Leute hingekommen und jetzt auch beim Klimacamp in der Lausitz war es eine unglaubliche Mobilisierung, wo ganz neue Leute da hingekommen sind und sich an den Aktionen beteiligt haben. Also das, glaube ich, ist ein sehr großes Potenzial von Degrowth. Und das wäre für mich eine spannende Frage auch zu diskutieren hier morgen. Wie können Leute vom bedingungslosen Grundeinkommen irgendwie da anknüpfen oder ist es eine Strategie, macht die Sinn oder auch nicht? Und vor Ort sind wir auch ganz konkret mit der Auseinandersetzung zwischen ökologischen und sozialen Rechten konfrontiert worden. Also die Leute da vor Ort haben extrem viel Angst, ihre Arbeitsplätze zu verlieren, hatten überhaupt gar kein Verständnis, was da passiert ist. Und die Frage der gerechten Übergänge ist, also das ist, glaube ich, die Fundamentals, mit der wir uns in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen. Danke. Uli Sambor von Österreich und von ATTAC, Bedingungsloses Grundeinkommensgruppe und dem Runden Tisch. Meiner Meinung nach, also mir hat sehr gut gefallen, dieser gelesene Text auch, wir müssen wieder eine Republik werden, also ein dort, wo also die Menschen wieder zusammenhalten und die Öffentlichkeit sich um die Menschen kümmert. Und in meiner Meinung nach bedeutet die Teilhabe aller oder Chancengerechtigkeit, bedeutet das auf allen Gebieten, dass das notwendig ist. Und wir können meiner Meinung nach, und das ist jetzt auf Sie gemünzt, nicht unabhängig voneinander leben. Das ist ja gerade nicht die Möglichkeit. Also Freiheit ist Independence, Freedom is Independence, geht gar nicht in meinen Augen. Denn wir alle hängen zusammen miteinander. In Zeiten der Globalisierung müssten wir das eigentlich erkannt haben. Und wir selber sind als Menschen soziale Wesen. Das heißt, wir hängen voneinander auf jeden Fall ab. Nur müssen wir die Regeln ändern, in welcher Form wir abhängen. Ob wir davon abhängen, dass wir also vom Geld der Reichen oder vom Geld der wenigen Geld der Armen oder wie wir unser Zusammenleben gestalten wollen. Und ich will auch noch etwas anderes hinzufügen. Entscheidungen werden meist nicht intellektuell getroffen. Entscheidungen werden sehr häufig aus dem Gefühl heraus getroffen. Auch wenn noch so viele Leute sagen, ich habe mir dieses Auto gekauft, weil diese technischen Dinge daran beteiligt waren, ist es doch dann die Farbe zum Beispiel emotional und so weiter. Ja, wir treffen unsere Entscheidungen nicht intellektuell. Und ich glaube, der erste Schritt wäre, all die Leute anzusprechen, die jetzt zum Beispiel sehr wenig verdienen und ihnen klar machen, dass die soziale Zuwendung bekommen, nicht jetzt die Schmarotzer sind, sondern ihnen klar zu machen, wir alle, die wenig haben, können hinaufschauen, es gibt Geld genug, nur es ist nicht richtig verteilt.
Und für mich ist es immer noch eine Verteilungsfrage, sei es bei Geld, sei es bei Zeit, also Arbeitszeitverkürzung, auch so wie Uli Brandt gesagt hat, irgendwie aufoktroyiert, weil dann können alle Menschen diesen Job bekommen, den sie wollen. Und vorher natürlich Diskussion, was wollen wir produzieren, wie schaut eine Gesellschaft aus, in der wir überhaupt leben wollen. Und Lust den Menschen drauf zu machen, diese Gesellschaft anzustreben. Nicht immer Ellbogentechnik, sondern einfach miteinander, nicht gegeneinander leben. Dankeschön. Dann noch ein ganz kurz, bitte, wir müssen dringend zum Ende kommen. Passt doch, glaube ich, ganz gut jetzt zu den letzten Worten. Ich wollte noch mal kurz sagen, zu der ganzen kämpferischen Rhetorik, die jetzt aufgekommen ist zum Schluss. Ich finde gerade am Grundeinkommen, die schöne Idee ist eben, also du nimmst ein Menschenbild, tust es in das Grundeinkommen und dann, was für eine Gesellschaft du rauskriegst, hängt eben davon ab, was für ein Menschenbild du reintust. In der Degrowth, also das Degrowth, die Degrowth-Gesellschaft wäre dann quasi das eine Universum und Leute, die daran glauben, dass das dabei rauskommt, haben in der Regel ein bestimmtes Menschenbild gemeinsam. Was ich ganz interessant finde jetzt, auch nach den Attac-Beiträgen, dass dieses Menschenbild anscheinend aufhört, wenn es um oben und unten geht. Also dass irgendwie automatisch angenommen wird, dass Leute da oben definitiv andere Menschen sind, mit einem anderen, also mit anderem Wollen und Streben etc. Und dass wir deswegen alle kämpfen müssen gegeneinander, also unten gegen oben. Wo ich gerade beim Grundeinkommen echt eine gute Chance sehe, dass das eine Vision ist von einem Sozialstaat, wo das vielleicht mal aufhören kann. Das wollte ich nur mal sagen. Okay, dann vielen Dank und zwei ganz kurze Reaktionen von den Referentinnen und dann genau, müssen wir damit schließen. Okay, there's a lot to respond to, so I'll be one minute. Yeah, I'm glad the woman from the Reiser Universität has come here, because one thing I want to stress is that basic income does imply a reimagination of education. At the moment, education, well, in the UK certainly particularly, is really training for the job market. It's, you know, at my university, we're always told we have to equip students with transferable skills, right? I.e. skills that they can use to get a high-earning job. Now, I think that's a terrible conception of education. I think we need to be educating people for the good life, to make good use of their leisure time, as well as, you know, making money. And I think, and particularly with the basic income scheme, that's going to become more and more important and is going to transform the character of education. So. Ich hätte lieber vor Edward gesprochen, weil ich nicht so gut mit Schlussworten bin. Eine Bemerkung, genau, ich mache es ganz kurz. Das mit diesem Gesamtbild, das hat mich nochmal angeregt. Ich glaube, dass um aktiv werden zu können, braucht man kein Gesamtbild, aber so einen Horizont, ein Gesamtverständnis von Gesellschaft. Aber ich muss es nochmal weiter durchdenken. Zwei kurze Punkte. Warum bin ich hier? Ich bin eingeladen von Ronald oder von der Vorbereitungsgruppe und ich war neugierig auf den Mix. Also ich fand es jetzt schon sehr spannend, wie ihr das ankündigt und was ihr jetzt die nächsten Morgen noch vorhabt. Das Menschenbild, ich teile das mit dem sozialen Wesen, ich denke jetzt nicht das Menschenbild, sondern was uns doch auszeichnet, ist das, also oder ich sag mal für mich, als gelingendes Leben, als Hochschullehrer, als Aktivist, der lange Buko und Attac aktiv ist und auch als politischer Mensch, gibt es immer die Gefahr der Überforderung. Ich habe heute einen Vortrag hier, morgen habe ich einen Vortrag, am Samstag habe ich einen Vortrag, am nächsten Mittwoch habe ich einen Vortrag, am Freitag bin ich auf dem Kirchentag und arbeiten soll ich nebenher auch noch. Und das haben ja viele von uns. Das ist ja immer die Gefahr, wir denken, wir hauen uns die Schwere der Welt auf die Schulter und müssen noch einen Tick auflegen. Allerdings finde ich das schon, jetzt für mich gesprochen, vielleicht für viele andere, gesellschaftspolitisch zu denken und zu handeln und zum Beispiel für mich heute hier zu sein, ist irgendwie auch cool. Ist irgendwie auch spannend, also sozusagen Sachen mitzubekommen, die nicht nur eben dem Verwertungszwang unterworfen, sondern die sowas wie eben intellektuellen Austausch, politisches Wollen und auch gutes Zusammenleben möglich machen. Und von daher würde ich sagen, ich habe da nicht so ein fixes Menschenbild, aber es ist erstmal spannend, sich zu engagieren und sowas wie eine bessere Welt als Horizont zu haben. Deshalb vielen Dank fürs Organisieren und die Einladung.